Es war eine echte Eishockey-Party, die beim dritten Nationalliga-Finalspiel stattfand. Bereits eine Stunde vor Beginn war die Messehalle bis zum letzten Platz gefüllt. Gut, dass Wolfgang Frank auf dem Eis für Stimmung sorgt. Danach wurde es ernst, der EC Hagen Leone Dornbirn traf auf die FBI VU Feldkirch und die ganz in Schwarz spielten Bulldogs standen mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg musste her, ansonsten durften sich die Oberländer als neuer Meister feiern lassen. Dementsprechend wurde auch losgelegt, Fox in Unterzahl mit der großen Chance auf die Führung, Machreich hielt aber sicher. In der 11. Spielminute die FBI VU erneut in Überzahl. Die Scheibe lief gut und schlussendlich legte Gauthier auf Short. Der Kanadier hielt voll drauf und traf zur 1:0 Führung für die Gäste aus der Montfortstadt. Die Bulldogs danach noch mehr unter Druck, allerdings in der 19. Minute mit einem Mann mehr auf dem Eis. Auch die Dornbirner konnten sich gleich im Angriffsdrittel festsetzen. Die Scheibe fand schließlich den Weg zu Auer. Der zog ungehindert zur Mitte und er hielt auch drauf und traf ebenfalls. Neuer Spielstand 1:1, die Fans aus dem Häuschen. Der Jubel im Messestadion war noch nicht verstummt, da waren die Gäste aus Feldkirch wieder im Angriff. Divis setzte sich durch, schlenzte Backhand aufs Tor, die Scheibe fand den Weg zu Mallinger und der brachte die FBI VU erneut in Führung. Feldkirch ging also mit einem 2:1 Vorsprung in die erste Pause. Auf dem Eis verkürzte erneut Wolfgang Frank die Wartezeit. Im zweiten Abschnitt legten die Oberländer gleich los wie die Feuerwehr. Bereits nach 11 Sekunden hatte Schmiedle die Chance auf einen weiteren Treffer. Enzenhofer war aber auf seinem Posten. Der EC Hagen Leone Dornbirn drückte danach auf den Ausgleich. Feldkirch blieb aber im Konter gefährlich. Hier entwischte Mallinger der Abwehr. Enzenhofer machte sich aber groß und verhinderte so einen weiteren VEU-Treffer. Danach neutralisierten sich beide Teams, es passierte nichts mehr und die Cracks verabschiedeten sich in die zweite Pause. Im letzten Abschnitt erwischen die Bulldogs den besseren Start, Elik nach wenigen Sekunden alleine vor Machreich, der VEU-Keeper aber erneut mit einer Monsterparade. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne und wurden auch belohnt. Elik hier mit einem schnellen Abschluss und das Spielgerät zappelte im Netz. Nach 49 Minuten hieß es also 2:2. Plötzlich war wieder alles offen. Die Spannung in der Messehalle war nun kaum mehr zu überbieten. Beide Teams spielten auf Sieg und plötzlich dribbelte sich Foster durch die Dornbirner Abwehr, scheiterte aber ebenfalls an Enzenhofer. Auf der anderen Seite hatten auch die Bulldogs die Chance auf den Führungstreffer. Sowohl Auer als auch Fox brachten die Scheibe im Gestocher, aber nicht im Tor unter. So änderte sich am Spielstand also nichts mehr. Nach 60 Minuten hieß es 2:2. Verlängerung bis zur Entscheidung war angesagt. In der Overtime erwischten die Bulldogs den besseren Start. Auer hatte die Entscheidung auf dem Schläger, scheiterte aber an Machreich. Nach 13 Minuten in der Verlängerung Bulli im Angriffstitel der VU. Lindner entschied das Duell für sich, die Scheibe kam zu Short, der fackelte nicht lange und traf zum 3:2. Die VU Feldkirch war Meister und auf dem Eis gab es nun kein Halten mehr. Wir lassen die Bilder und die Stadionatmosphäre für sich sprechen, die Stimmen zum Spiel gibt es gleich. Ist eigentlich zu klar, Dornbirn war ein sehr, sehr guter Gegner. Über die Serie, wir haben verdient gewonnen, aber wir haben auch das notwendige Glück am richtigen Zeitpunkt gehabt, richtiger Zeitpunkt die Tore geschossen. Und trotzdem, wie gesagt, am Schluss war es verdient. Meine Mannschaft hat, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt.
Ich muss einmal als allererstes der VU gratulieren zum Meistertitel. Es war eine 3-0-Serie, trotzdem war jedes Spiel für sich ein enges Spiel. Und ich glaube, mehr kann man für das Vorarlberger Eishockey, glaube ich, nicht bieten, was wir da geboten haben. Und Ferlke ist der würdige Meister. Ja, wir haben immer an uns geglaubt. Speziell, wo wir 2-1 hinten waren gegen Innsbruck. Da sind wir zusammen gesessen und ich habe zu den Jungs gesagt, Jungs, so will ich nicht aufhören. Ich will noch mal zurückkommen. Ich will nicht in Innsbruck mein letztes Spiel haben. Und ja, wir sind zurückgekommen, haben sicher viele Leute noch mal gedacht. Und jetzt natürlich das 3-0 gegen Dornbirn, natürlich sensationell. Für mich war das eine super Serie und ein super Spiel. Und man darf auch im Leben einmal Zweiter werden. Es gibt ein neues Jahr. Wir werden angreifen im nächsten Jahr mit mehr Energie wie heuer. Und hinter so einer Kulisse von Zuschauern, wie wir in Dornbirn haben, ist das der Hammer. Der verdiente Sieger ist die VU. Wir gratulieren Ihnen recht herzlich. Und der zweite Sieger sind die Fans. Ich glaube, so schönen Sport, Eishockeysport in Vorarlberg, das müssen uns andere Sportarten erst nachmachen. Man muss realistisch sein und Felker haben über die drei Spiele einen besseren Job gemacht wie mir. Und das bedeutet dann 3-0 im Finale und es schaut klar aus. Am Schluss haben wir zu viele eigene Fehler gemacht und ja, das sieht man dann, was rauskommt. Ja, das ist sicher einer der schönsten Tage, wenn man so ein Ziel erreicht. Jetzt haben wir wieder 4 Jahre darum gekämpft. Vor 5 Jahren haben wir den Meister geholt, wie ich eingestiegen bin. Jetzt haben wir 4 Jahre kämpfen müssen, jetzt hat es wieder funktioniert. Das heißt, es war 4 Jahre beinharte Arbeit. Jetzt haben wir das Ziel erreicht und es ist natürlich ein schöner Tag. Schön, dass ich sowas in meinem Alter noch erleben darf. Wir sind bei der Bulldogs eigentlich Sponsor oder Hauptsponsor für die Nachwuchsmannschaften. Bei der Kampfmannschaft machen wir nicht so viel. Aber wir haben ja gesehen, ab und zu möchten wir als Spielsponsor auftreten. Und da haben wir heuer halt den Finaldurchgang ausgesucht. Und ja, zum Glück war es das letzte Spiel in der Saison. Das hat ja auch was für sich. War ja gut, gute Stimmung, volle Halle. Mit dem Wolfgang Frank noch ein guter Auftritt. Also in Summe war es eine runde Sache, oder? Bis aufs Ergebnis.